Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Wie schon im Review zum Windows Phone 8S bei HTC angekündigt, wollen wir heute mal schauen, wie es sich im AnTuTu und im SunSpider Benchmark gegen das Nokia Lumia 820 so schlägt. Vorab sei gesagt, ich habe natürlich beide eben neu hochgefahren und wir haben außer dem AnTuTu Benchmark keinerlei laufende Applikationen. Ich zeige euch das beim Lumia 820 und auch beim Windows Phone 8S bei HTC. Ich würde sagen, wir fangen gleich mit dem AnTuTu Benchmark an. Ist natürlich alles aktiviert. Ich klicke bei beiden auf Start Benchmark und ihr wisst ja, es geht hier nicht darum, wer als erstes fertig ist, sondern wer den höheren Wert ausspuckt. AnTuTu ist ja sehr bekannt. Die Version für Windows Phone 8 dauert bei weitem nicht so lang wie die für Android, werdet ihr gleich sehen. Und bei Android wurde ja vor einigen Wochen das Punktesystem erneuert bzw. überarbeitet. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das in diese Version für Windows Phone auch schon integriert wurde. Insofern dachte ich, wäre es perfekt, wenn wir zwei Windows Phones miteinander vergleichen, um auch irgendwas mit diesen Werten anfangen zu können. Teilweise ist die Version auch noch etwas buggy. Beim Lumia 920 stürzte zum Beispiel immer der GPU-Benchmark ab. Ja, das Lumia 820 ist auch schon fertig und ihr seht hier, wir haben einen Total Score von 11.741 Punkten. Schauen wir, was das Windows Phone 8S bei HTC geschafft hat. Hier haben wir 7.280 Punkte. Wir haben also einen Unterschied von, ja, guten 4.000 Punkten. Das war aber, denke ich, auch zu erwarten, gerade beim AnTuTu Benchmark, denn wir haben ja hier zwar dieselbe CPU, die taktet aber beim Windows Phone 8S nur mit 1 GHz und beim Nokia Lumia 820 mit 1,5 GHz. Und weiter geht's im SunSpider Benchmark, kennt ihr ja schon von meinen Nokia Lumia 920 Videos, das ist nämlich ein JavaScript Benchmark und wir starten ihn zuerst mal beim Lumia 820 und jetzt auch beim Windows Phone 8S bei HTC. Wir haben natürlich bei beiden die aktuellste Version 0.9.1 und hier seht ihr auch schon ganz gut die unterschiedlichen Display-Technologien. Wir haben zwar bei beiden eine WVGA-Auflösung, wir haben hier aber ein AMOLED-Display und hier ein SLCD-Panel. Also seht ihr hier beim AMOLED-Display natürlich die deutlich kräftigeren Farben. Ansonsten haben wir hier beim HTC 8S nur 512 MB RAM, beim Lumia 820 hingegen 1 GB Arbeitsspeicher. Das waren eigentlich die größten Unterschiede. Klar, bei der Kamera gibt es auch noch Unterschiede, aber das ist für einen Benchmark nicht gerade wichtig. Ein weiterer Unterschied ist natürlich auch der Preis. Das Nokia Lumia 820 ist nämlich deutlich teurer als das Windows Phone 8S bei HTC. Das bekommt man ja schon so für um die 250 bis 260 Euro. Hier müsst ihr aktuell noch immer über 400 Euro hinlegen. Insofern, ja, wie gesagt, die Hardware unterscheidet sich zum Beispiel beim Arbeitsspeicher oder bei der Taktung, beim Takt der CPU. Und insofern kann man sich dann auch diese unterschiedlichen Werte ganz gut erklären. Das Nokia Lumia 820 ist schon fertig. Bevor ich euch den Wert zeige, beim SunSpider wird wie gesagt JavaScript getestet und da sind die Windows Phone Smartphones eigentlich immer recht weit vorne mit dabei. Wenn ihr euch erinnert, das Lumia 920 hat ja damals auch zum Beispiel das Note 2 beim JavaScript deklassiert. Jetzt schauen wir mal, was wir hier haben. Wir haben 925,9 Millisekunden. Das ist wirklich ein sehr, sehr starker Wert. Hier gilt nämlich, je niedriger, desto besser, dürfte ja eigentlich logisch sein. Das Windows Phone 8S bei HTC braucht jetzt noch kurz. Währenddessen kann ich euch ja schon sagen, die Werte werden sich auch hier unterscheiden, aber wirklich merken tut man das bei der Alltagsperformance nicht so. In Sachen Browser sind beide nämlich wirklich sehr, sehr schnell und sehr, sehr flüssig. Das Lumia 820 ist teils noch etwas schneller, aber darauf werde ich, wie gesagt, im Review dann noch detailliert eingehen. Wir haben beim Windows Phone 8S bei HTC 1420,8 Millisekunden. Wie gesagt, hier geht es um den niedrigeren Wert und somit hat das Lumia 820 auch diesen Test gewonnen. Das war es eigentlich auch schon wieder von diesem kurzen Benchmark-Vergleich. Das Lumia 820 hat hier beide deutlich gewonnen, kostet aber natürlich auch deutlich mehr, wie ich eben schon erwähnt habe. Es gilt wie immer, das sind und bleiben nur Benchmark-Tests. Die sagen teilweise recht wenig über die wahre Alltagsperformance aus. Meiner Meinung nach sind die beiden Geräte, was die Performance angeht, egal ob jetzt beim Browser, im Homescreen etc. pp. Relativ gleich auf. Teilweise ist das Lumia 820 einen Ticken schneller,
aber das muss bei diesem Preisunterschied auch mindestens drin sein. Mehr dann, wie gesagt, im finalen Review. In diesem Sinne hoffe ich wie immer auch dieses Video hat euch gefallen. Bedanke mich natürlich fürs Zuschauen und sage ciao, bis zum nächsten Mal.